Hallo liebe Freunde, hier habe ich noch mal einen kleinen Nachtrag. Beim Schneiden der heutigen Filmprojektes von mir schaue ich zwischendurch immer in unsere Telegram-Gruppe rein. Da sind ja auch viele engagierte Menschen unterwegs. Und da gibt es viele Menschen, die ebenfalls sich es zu Herzen genommen haben, die Menschen in der Öffentlichkeit aufzuklären. Also aufzuklären in Bezug zu den Corona-Maßnahmen. Und ich finde, das hat mich daran erinnert auch, was ich heute in der Stadt gemacht habe. Es ging mir ja nicht nur um ein Interview, sondern ich wollte ja auch die Menschen aufzeigen, dass es heute eben in Berlin diese Großdemo gegeben hatte. Das habt ihr ja mitbekommen, da brauche ich nicht viel wieder erklären. Ich werde jetzt die nächsten Tage wiederum, ihr kennt es mir eh, bin ich öfters in der Stadt unterwegs, nehmt es euch vielleicht auch zu Herzen. Schaut in eure Stadt, in euer Dorf, in euren Ort einfach rein und sprecht die Menschen an. Unterhaltet euch mit ihnen. Ja? Nicht jeder kennt die alternativen Medien und daher glauben sie dies auch blindlings. Doch das Wichtige ist, dass wir, die Menschen, die von unten, also von unten klingt ja total dumm, wir mündigen Menschen uns miteinander unterhalten über dies und jas, das und jenes, egal um was für Thema es geht, in Bezug zu sozialkritischen Themen. Ja? Es gibt nicht nur wunderschöne Urlaube, die wir besprechen können und feiern und sonst irgendwas Schönes zu besprechen. Es gibt leider auch in unserer korrupten Politik, die jetzt schon den neuen Nationalsozialismus einheimfällt, ja, und da muss man aufklären. Also nehmt euch ihr Herz, schaut in euren Ort, in eure Stadt rein und sprecht mit den Menschen. Zeigt ihnen auf, wo sie andere Informationen auch herbekommen können, ja. Euch ist ja aufgefallen in dem Video, dass ich einige alternative Sender erwähnt habe, sodass die Menschen sich das Pro und Contra holen können, ja. Es hilft nicht nur, die eine Seite der Medaille anzusehen. Man braucht beide Seiten, um sich selbst ein mündiges, einen mündigen Gedanken über das Weltgeschehen bilden zu können. Ja? Wenn wir einfach nur blind links den öffentlichen Medien alles glauben, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn wir wieder in ein faschistisches System reinfallen. Ja? Okay, und wie gesagt, ich habe in die Telegram-Gruppen reingeschaut und da ist mir heute was ganz Tolles aufgefallen. Da haben auch andere sich in eine Gruppe zusammengeschlossen. Welche Menschen das jetzt genau sind, weiß ich jetzt auch nicht genau, weil in der Gruppe sind mehrere hundert Mitglieder schon drin, in der Telegram-Gruppe. Und die haben ein Transparent gemacht, zwei, und haben das über die Autobahnbrücke gehangen, sodass, weil sie es gedacht haben wahrscheinlich, dass so viele Autos, was da auf der Autobahnkurven und unter die Brücken durch müssen, die sehen natürlich die Reklame oben und werden dann schon mal etwas vorinformiert. Ja? Zumindest in dem Punkt, dass nicht alle glauben oder vor allem zu wissen vermögen, dass Corona eine rein faschistoides Konstrukt ist, um uns die kompletten Menschenrechte zu rauben. Und darum werde ich jetzt, wenn das Video dann endet, diese Videoaufnahmen, die ich mir von Telegram runtergeladen habe, mit anfügen. Ich hoffe, ich glaube nicht, dass wir dir jetzt böse sein werden, wenn ich das jetzt einfach in mein Video mit einbinde, denn ich denke ja, dass es nicht nur für die Autobahnfahrer gemacht haben, sondern dass es jeder weiterverbreitet, was sie sich dabei gedacht haben. Und somit hoffe ich, wir sehen uns dann morgen wieder in der Stadt. Und somit viel Spaß jetzt bei meinem Epilog mit den Fremdvideoaufnahmen aus der Telegram-Gruppe über die Transparente an der Autobahnbrücke. Okay, dann gehabt euch wohl.